Ich habe von Anfang an klargemacht, dass wir nicht erneut amerikanische Bodentruppen zu Tausenden ins Land bringen werden. Wir sind nicht das irakische Militär, wir sind auch nicht die irakische Luftwaffe. Ich bin der Oberkommandierende der amerikanischen Streitkräfte. Und der Irak muss letztlich für seine eigene Sicherheit sorgen. Auf der anderen Seite liegt es in unserem nationalen Sicherheitsinteresse, sicherzustellen, dass die Menschen geschützt werden und dass diese wütende Gruppe, die bereit ist, die Menschen abzuschlachten, nur weil sie sich ihnen nicht beugen, dass eben eine derartige Gruppe bekämpft wird, weil sie letztlich auch eine Bedrohung für uns darstellen kann. Mein Ziel ist es, einen tragfähigen Partner zu bekommen. Und deshalb haben wir ja immer wieder gesagt, dass der Regierungsbildungsprozess glaubwürdig legitim sein muss und alle einschließen muss, indem sich Sunniten, Schiiten und Kurden auch wiederfinden. Wir haben an dieser Front erhebliche Fortschritte gemacht. Wir haben unser Ziel aber noch nicht erreicht. Und ich habe meinem nationalen Sicherheitsteam heute gesagt, und ich werde es auch in der Öffentlichkeit sagen, wir sind bereit, mit Politikern aller Couleur im Irak zu sprechen. Und glauben Sie nicht, dass nur weil wir Luftschläge durchgeführt haben, um unsere Menschen zu schützen, jetzt der Zeitpunkt gekommen wäre, den Fuß vom Gas zu nehmen und wieder zu solchen Dysfunktionen zu kommen, die das Land ja schon so stark geschwächt haben. Dr. Abadi hat das Richtige gesagt. Ich war beeindruckt von meinem Gespräch über seine Vision einer Regierungsbildung. Aber er muss auch ans Werk gehen, denn die Wölfe stehen vor der Tür. Und die Regierung muss gegenüber der irakischen Bevölkerung auch glaubwürdig sein. Und deshalb müssen sie einige ihrer alten Praktiken aufgeben. Und sie müssen eine glaubwürdige Regierung der Einheit bilden. Und wenn wir diese glaubwürdige Regierung sehen, dann sind wir auch in der Lage, nicht nur mit der irakischen Regierung, sondern auch mit den Akteuren in der Region und über den Nahen Osten hinaus zu planen, um eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus zu entwickeln.